Das sind eure Rollbretter. Die werden jetzt schön auf unsere Schienen gelegt. Die Schienen extra deswegen, weil natürlich ein Studioboden immer ein wenig uneben sein kann. Und ihr habt jetzt eine wirklich absolut waagerechte Fläche. So, und dann stellt ihr euch auf jeweils ein Rollbrett. Fahrt die Strecke bis nach hinten. Dann seht ihr ja die freundlichen Jungs mit der weißen Flagge. Die sehen dann, ob ihr hinten angekommen seid. Wenn das geschehen ist, fahrt ihr wieder zurück. Und wer als erstes wieder hier ist, der hat gewonnen. Und zwar dürft ihr euch nur draufstellen. Ihr dürft niemals das Brett verlassen und müsst mit eurem Körper in irgendeiner Form dieses Rollbrett fortbewegen. Also ist praktisch Skaten für Möbelpacker. Ja, das wird sehr lustig aussehen. Egal, wie ihr es macht. Nur draufstehen. Nur draufstehen. Falls ihr Bodenkontakt oder Kontakt mit dem Fuß und der Schiene haben solltet, müsst ihr zur Strafe wieder zum Start zurück. Wenn es auf der Hinfahrt passiert, passiert es auf der Rückfahrt, dann müsst ihr wieder dort hinten am Wendepunkt zurück. Da kann ich aber runter von dem Brett und das Brett zurückschieben, oder wie? Das kannst du, also ja. Und wir fahren bis vor? Ihr fahrt bis vor. Ja. Wie der Nürnberger sagt, ja, und müsst dann praktisch euch einmal auf dem Brett umdrehen, okay, je nachdem, was ihr für eine Technik also nicht anwendet. Nein, okay. Auf gar keinen. Okay. Praktisch, da ist so ein kleiner Gummipuffer, der schlagt ihr an, da sagen die Jungs, aha, die waren da, und dann müsst ihr die Strecke wieder zurückfahren und niemals bitte das Rollbrett verlassen. Und was macht er hier? Der wollte mal ins Fernsehen. Nein, der hält das Brett, der hält das Brett fest, okay. Damit ihr am Start, ihr werdet das gleich merken, stellt euch jetzt schon mal drauf. Da würde es schon theoretisch ein klein wenig nach vorne rollen und die halten euch hinten fest. Und auf mein Kommando werden sie loslassen und dann beginnt dieses 11. Spiel Rollbrett. Ihr habt alles verstanden? Ich glaube ja. Ihr seid bereit? Okay, Spiel 11. Rollbrett beginnt jetzt. So, und das ist jetzt eine ganz interessante Geschichte. Wie bewegt man sich da am besten fort? Das sieht, oder für die Vorstellung denkt man, das muss doch einfach sein, dass man das Ding irgendwie in einen Fluss bekommt. Ist es aber nicht. Wir sehen immer wieder, nur durch diese, da sind wir wieder beim Becken und bei der Hüfte, durch diese Bewegung kann man das nach vorne treiben. Aber immer wieder kommt dann das Abstoppen, das ist kaum zu verhindern. Stefan macht das jetzt recht gut. Das ist ein bisschen ähnlich dem Brustschwimmen, was Stefan Raab da macht. Muss aufpassen, dass er nicht runterfällt. Er hat sich eine, na, ich würde mal sagen, 2-Brett-Längen-Führung erkämpft hier. Würde ja dann auch in der Gesamtwertung nach langer Zeit in Führung gehen, Stefan Raab. Macht das deutlich besser. Was ist denn da mit Jean los? Also er hat sich die Technik jetzt abgeschaut bei Stefan Raab, aber naja, eine Kopie ist selten besser als das Original. Das bewahrheitet sich hier. Stefan mit deutlicher Führung. Ja, da ist zu wenig Schwung aus der Hüfte bei Jean. Stefan hat das ganz gut im Griff. Das ist eine klare Führung. Wenn er da jetzt nicht vom Brett muss, wenn er nicht einen Hungerast erleidet, hier völlig einbricht, dann gewinnt Stefan Raab das. Oder aber, da kommt die zweite Luft von Jean. Ja, wichtig für Raab, da gar nicht nach hinten zu gucken. Was macht der Kontrahent? Der macht nämlich, ehrlich gesagt, wenig. Und von daher sieht es so aus, als sollte es hier nach längerer Zeit einen Führungswechsel geben durch den Sieg von Raab hier beim Rollbrett. Und der kann nur noch Sekunden auf sich warten lassen. Stefan Raab wendet das Blatt vorerst, geht in Führung. Ja! Das ist der Sieg für Stefan. Also, Stefan gewinnt Rollbrett oder soll ich sagen, es gewinnt Joe Cocker, meine Damen und Herren. Ich hatte den Eindruck, ich verdränge auch ein bisschen Luft. Und wenn es nur wenig ist, aber ein bisschen Luft verdrängt man ja nach hinten. Wir hatten den Eindruck auch. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Aber lachen Sie nicht, es sieht absolut doof aus. Also unfassbar. Aber lachen Sie nicht, wenn sich die Lokführer nicht mal einigen werden, dann werden wir so von Hamburg nach München demnächst fahren auf den Schienen. Aber es auf jeden Fall, ja, das ist. Wie das denn noch? Ja. Das ist so wie Sail away! Ja, sehr gut. Aber Jean ist anstrengend, oder? Nee, ich habe irgendwie bloß das Gefühl gehabt, ich gehe vor und das gleiche Stück auch wieder zurück. Man muss halt sehen, dass man, glaube ich, die Vorwärtsbewegung schneller macht als die Rückwärtsbewegung, damit man nicht den gleichen Weg dann wieder zurücklegt, oder? Sagst du jetzt.
Da hat sich doch Stefans Lambada-Kurs gelohnt, meine Damen und Herren, denn er geht in Führung nach langer Zeit mit 37 zu 29.